Wir verlassen Isla San José jetzt Richtung Viveros. Ciao! War schön! Heiß auf die Lappen! Oben, oder? Nein! Mit der Mama im Gleichspiel, ja. Glenn ist schon seit 10 Minuten dran. Der Fisch hat 100 Meter reingeholt. Genau, hat 130 Meter rausgezogen. Aber er ist auf jeden Fall noch dran. Aber der Zug ist weggegangen ein bisschen. Da ist das begehrte Stück. Oh, schön. Gelbflossen-Thunfisch. Oh ja. Yeah. Der hat aber eine lange Bauchflosse. Oh, schönes Ding. Ich komme jetzt. Den wollen wir uns rausholen. Ja, genau. Hier reinkommen. Boah. Ich komme nicht tief genug. Den komme ich ran. Nicht erwischt. Okay, noch ein anderer. Ja, den hast du richtig gut getroffen, der ist tot. Direkt fertig. Hast du ihn, Annette? Boah, schönes Tier. Ja. Unser dritter Fisch heute an der Angel. Wir sind alle gespannt, was das wird. Und ob das was wird. Fühlt sich groß an. Er rollt wieder ab. Er rollt ab. Er rollt ab, er hört nicht auf! Er rollt weiter! Komm, Baby! Also gesehen haben wir ihn gerade schon mal. Sein Riesenbrocken. Zumindest was so erkennbar war. Und er will auch einfach nicht aufgeben. Ja, langsam. Ein Jack ist das? Ein Jackfish. Wow! Was ein Gigant! Kannst du dich noch an das Bild vom Achim erinnern? Aha. Der meinte, er hätte den großen. Junge, Junge, Junge. Wow! Der hat unseren Rapala kaputt gemacht. Echt? Zerbissen. Wahnsinn. Oh, was ein Tier. 8 Kilo. Oh, dieses Maul, ey. Wow. Oh, da passt aber ein Köder rein, doch. Soll ich das eine nehmen? Jetzt geht's ans Messen. Ah, super. Das sieht hier heute aus an einem Fischmarkt. Der Glenn bereitet gerade den Thunfisch vor. Und dann haben wir da noch ein Bonito und einen riesigen Jackfish. Nach einem erfolgreichen Angeltag gibt es jetzt Sushi. So gesehen. So gesehen, also rohen Thunfisch und? Fantastisch. Besser als der Bonito, oder? Ja. Mmh. Der ist richtig gut. Richtig gut? Mmh. Daraus würde ich gerne Sushi machen. Da würde ich jetzt mal mein Stück auch probieren. Mmh.
Also, die Highlights enden nicht. Es ist wirklich der Wahnsinn. Jetzt müssen wir nur noch jemanden finden, mit dem wir den Fisch teilen können. Wir wollten eigentlich ein Barbecue am Strand machen, aber leider spielt das Wetter nicht mit. Und jetzt haben wir uns hier vorbereitet auf der Limelight. Stattdessen haben wir eine Plane gespannt. Genau, und unseren Grill angeschmissen. Genau, und da warten wir jetzt noch auf Nike, Maria und Paul. Da kommt unser Besuch für heute Abend zum Barbecue. Mal gucken, ob der Jackfish auch schmeckt. You look like in the North Sea. Yeah, well, it's part of the other side I'm from, so. Anybody want some red? So, alle sind pünktlich angekommen, kurz vorm Regenschauer. Also Paul, Maria, Annette, Glenn. Und Nike. Und der Michael. Ist ja gemütlich. Perfekt. Perfect weather for barbecue. So, dann ist das. It looks good. Yeah. It's waiting for the nor'easter to blow through. Yeah, I can't So we need another drone to film the drone. I think I can imagine it's Paul, it's the sheet out and the drone goes swing. Heute ist ein großes Jagen angesagt. Den ganzen Tag geht das schon so. Das ist direkt neben unserem Schiff. Wir sind schon wieder seit 3 Tagen hier in Viveros. Und als wir angekommen sind, den Anker legen wollten, fing es an zu regnen. Und seitdem hat es nicht mehr wirklich aufgehört. Das liegt daran, dass in Mexiko ein Hurrikan vorbeizieht und das sind hier die Ausläufer. Wir hatten auch bis zu 28 Knoten Wind, liegen aber hier in Viveros relativ sicher. Wir sind jetzt schon seit 4 Wochen zu dritt hier an Bord. Ja, nicht die ganze Zeit an Bord. Wir waren ja vorher noch bei Jeffrey. Ja. Und haben da das Boot soweit fertig gemacht mit dem Reinigen von den Kakerlaken und sonstige kleine Reparaturen noch vorgenommen. Und dann sind wir ja dann, ich glaube, 4 Tage später aufs Boot gezogen. Ja. Oder so. Und ja, seitdem muss ich sagen, kommen wir auf jeden Fall soweit erstmal eine sehr, sehr schöne Zeit. Genau, das war nämlich jetzt meine Frage. Das ist ja seit Jahren, dass wir zu dritt an Bord sind. Und wir hatten schon Besuch. Wir jetzt mit unserem Sohn Glenn zu dritt an Bord sind. Und ich würde ja mal sagen, ihr wollt bestimmt wissen, klappt das denn überhaupt? Ja? Klappt das denn überhaupt? Super, keine Fragen. Also von meiner Seite her, ich halte es noch aus mit meinen Eltern. Ich habe auch noch eine Menge Spaß mit denen.
auch wenn es mir hin und wieder mal ein bisschen auf den Senkel geht, was die Schule angeht, aber das werde ich auch noch weiter in den Griff kriegen, um da mehr draus zu machen, aber so kann es weitergehen, meiner Meinung nach. Oh. Okay, also ja, ich muss auch sagen, bis jetzt funktioniert es reibungslos. Obwohl wir jetzt ja schon seit 3 Tagen hier unter Deck sitzen. Aber es gibt genügend zu lesen, Videos zu schauen, Videos zu bearbeiten, Informationen einzuholen, wo es weitergeht. Ja. Also langweilig wird es uns erstmal nicht. Fische fangen. Nee, also jetzt gerade habe ich erstmal genug vom Fisch. Nach unseren 3 Fischen da an einem Tag. Wir haben jetzt, ich glaube, das ist der 4. Abend dann in Folge, wo wir heute nochmal Fisch essen werden. Ja. Bald kriegen wir auch Flossen. Schuppen. Also kein Fisch. Nein. Erstmal ein Oktopus oder ein Lobster oder sowas. Das wäre mal was Schönes. Aber dafür müsste man halt auch wieder schnorcheln gehen können. Okay. Ja, und jetzt geht's weiter im Video. Viel Spaß! Tschüss! Erdnussbutter. Ist geil, oder? Ja. Ich feiere das. 4. Tag in Folge Regen. So, der jetzt so langsam nachlässt. Und leider hat der Sturm letzte Nacht unsere Bananen geerntet. Also hat sie zumindest an Deck geschmissen. Und deswegen hat die Annette ein Bananenbrot gemacht. Und das essen wir jetzt hier. Mmh. Hm? Nicht so gut? Mm. Ach, du kannst nicht sagen, nicht sprechen. Ein bisschen viel Erdnussbutter. Hm. Oh, ist das geil. Oh, ich find's lecker. Mhm. 18. November. Endlich nach 5 Tagen ist die Sonne wieder da. Und wir können wieder draußen frühstücken. Und es gibt vor allen Dingen das richtig leckere Brot von der Annette, so richtig schön luffig. Und außerdem hat heute die Gabi Geburtstag. Gabi, wir wünschen dir alles Gute zum Geburtstag. Alles Gute. Herzlichen Glückwunsch. Dann lassen wir es uns jetzt mal schmecken. Durch den Regen haben wir festgestellt, dass es hinten in dem Badezimmer ein wenig am Leaken ist. Wir vermuten, es ist da oben eine der beiden Schrauben vom Traveler. Jetzt werden wir dem Ganzen mal auf den Grund gehen. Ein weiterer Regentag auf der Limelight. Der Glenn beschäftigt sich mit seiner Schule. Er macht heute, glaube ich, Englisch. Obwohl er eigentlich perfekt Englisch sprechen kann, muss er jetzt noch das Oxford-Englisch lernen. Das war also nicht der Traveler hier, wo es das Wasser eingedrungen ist, sondern hier unter dem GPS-Empfänger. Den haben wir jetzt neu verklebt und dann haben wir gleich hier auch eine schöne Siegernaht gemacht. Schöne. Am Traveler, dass das dann auch wieder fein aussieht. Mhm. Fein. Und die Annette, die macht hier unsere Bestellungen. Wir wollen jetzt online in Panama einkaufen und uns das dann hierher liefern lassen. Das sieht eher aus wie Spanisch, oder? Ah, sie übt erstmal das Spanisch, damit sie dann auch einkaufen kann. Eben gerade waren 3 Kuna da und wir haben bei den Lobster gekauft. 3 schöne Lobster haben wir gekauft. Kosten allerdings $20. Ist aber okay der Preis. Sind hier direkt an der Nachbarinsel gefangen. Und die werden wir jetzt vorbereiten für morgen. Oder? Ja. Hm? Ja. Da sind die anderen beiden Süßen.
Einmal richtig ringsrum einschneiden. Ja. Leider ist an so einem Lobster immer nicht ganz so viel dran. Ja. Weil ich glaube, 2/3 ist Kopf. Ja, da ist er, der schöne Schwanz. Lecker, lecker. Und jetzt? So, wir befinden uns auf der Johanna und versuchen unser Wetterfax mit dem SSB zu verbinden. Zwei Stunden später, mittlerweile ist der Einkaufskorb schon wieder leer und jetzt wird alles noch einmal ausgesucht. Ja, es gibt nämlich nichts. Es ist alles no possible. No disponible. Aber falsch gedacht. Wir wollen die Insel Viveros erkunden. Ja, das hier der Steg, wo wir vor 4 Monaten schon waren, und den hat es schon hier total zerfetzt. Paul sagt, beim letzten Sturm ist das hier alles zerbrochen. Die beiden sind auf Hausbesichtigungstour. Vielleicht wollen sie sich ja hier ansiedeln, ne? Ja, also ich finde auch, hier könnte man es aushalten. Und es ist ein schöner Strand hier unten. Und es ist kein kleines Haus, ne? So, wie sollte es anders sein? Es regnet! Schön. Dann wohnt da vielleicht ein Tierchen. Da wohnen wahrscheinlich die Hühner noch drin. So, wir sind wieder hier am Resort. Ja, keine Mangozeit ist, ne? Hier haben wir letztens die Mangos geerntet. Das ist schon geil. Ja, das sieht schon etwas verfallener aus als das letzte Mal, als ich hier war. Da war das noch richtig tippitoppi hier. Endlich haben wir was für den Glenn gefunden. Nehmen wir mit, ne? Nehmen wir mit aufs Schiff. Ja, da kriegt der auch mal ein paar Muckis. Diesmal kommt hier sogar ein Fluss rein. Wieder eine wilde Bananenplantage gefunden. Aber es sind nirgendwo Bananen dran. So, nach erfolgreicher Inselerkundung werden jetzt hier die Schuhe gereinigt. So machen wir das. Aber das Wasser, finde ich, ist schon 2 Grad kälter geworden. Mhm. Kann gut sein. Wieder unseren Müll verbrennen. Es gibt also hier auf den Inseln keine Entsorgungsstation. Und bevor der Müll hier im Wasser landet oder am Strand liegt, haben wir uns dazu entschlossen, es ist doch besser, ihn zu verbrennen. Ja, wir wissen natürlich, dass wir keine Filteranlage haben für die Abgase. Aber also wenn jemand eine bessere Möglichkeit hat, bitte
schreibt es unten in unsere Kommentare. Wir hätten auch lieber eine umweltbewusstere Lösung für den Müll, den wir erzeugen. Den Müll, den ihr da seht, das sind drei Tüten. Das sind ein Monat Müll bei uns an Bord. Also wir versuchen das schon zu reduzieren, aber es geht leider nicht ohne. Mach auseinander, ich mach wahrscheinlich nur kaputt. Auch Electronic Man Glenn versucht sich an dem alten Kinde von der Annette. Der wird jetzt demontiert. Vielleicht sollte man sich ein Video anschauen. Ein Video anschauen. Ist nicht verkehrt. Stimmt. Ja? Aber er ist eingedrungen, aber jetzt macht er die Folie kaputt. Da ist nur eine Folie drauf, hä? Das ist nicht nur die Folie, die ich da hatte. Ja, aber ich gucke mir jetzt erstmal ein Video an. Sehr gut. Genauso wie ihr es dann bei uns machen werdet, bitte. Das Display hat der Glenn abgekriegt mit einem kleinen Kunststoffspachtel. Ist auch nicht kaputt gegangen. Nee, war erstaunlich einfach. Einfach drunter hebeln. Das Schwarze hier sind die Kleberückstände, die ein bisschen durchtrennen und dann konnte man das ganz einfach entnehmen. Aber so wie es aussieht, war es nicht das Display, sondern ja, der Anschluss würde ich jetzt einfach mal vermuten. Die Ladebuchse meinst du? Ja, genau. Ja. Weil wenn du ein Kabel reinsteckst, dann leuchtet nicht mal mehr die Lade-LED daneben. Und soweit ich weiß, müsste die ja leuchten, sobald Strom in dem Gerät fließt. Egal, ob jetzt der Akku kaputt ist oder nicht, weil Akku wäre jetzt mein nächster Tipp gewesen, aber... Naja, muss zumindest, meine ich, auch Strom fließen und das anzeigen. Da passiert ja gar nichts. Hm. Schade. Wir sind jetzt auch schon die ganze Zeit dabei, uns zu überlegen, wie geht's denn weiter. Hier ist unsere Lektüre dazu. Der ursprüngliche Plan war, als wir aus Deutschland abgereist sind, da hatten wir ja eigentlich einen Plan, um den Glenn hier auch an Bord zu locken. Wie war der Plan? Ja, dass wir erstmal ein wenig durch die Gegend schippern und dann das Schiff in Buena Vista rausholen und dann erstmal das Unterwasserschiff schleifen, neu streichen mit Anti-Fouling und noch andere Reparaturen erstmal vollziehen am Schiff. Das hat sich soweit ein ganz klein wenig verändert, weil wir zwischendurch gehört haben, dass es doch besser wäre, wenn wir das in Ecuador machen, weil wenn wir dann da an Land gehen und uns da das Land angucken wollen, dass doch dann das ganze Schiff sowieso wieder voll ist mit allem anderen und wir wieder einen Riff unten dran haben. Deswegen haben wir uns ursprünglich dazu entschieden, das vielleicht dann in Ecuador rauszuholen. Genau, das war ein Tipp von unserem Segelfreund Mirko von der Yumyum. Da es auch besser ist, das Boot dort an Land stehen zu lassen, wenn man eine Landtour machen möchte, weil die Marina da wohl nicht ganz so sicher ist. Allerdings ist das Problem, keiner weiß, ob nur die Marina offen ist und wir das Land überhaupt bereisen können. Von daher wird das Ganze schon wieder ein wenig schwammig. So, jetzt haben wir ja letztens durch unseren Abend zu sechst hier an Bord mit der Joanna, mit dem Karl und der Hierbu-Buena haben wir erfahren, dass es vielleicht doch besser wäre, das jetzt doch hier zu machen, aber dann nicht in Buena Vista, sondern in Balboa, weil das Rausholen wohl in Ecuador doch auch recht teuer sein soll und dass dann das pro Tag auch teuer ist, soweit ich das richtig verstanden habe. Aber da werden wir wahrscheinlich noch mal ein paar Informationen reinholen. Wir haben ja jetzt genug Zeit. Genau. Also wir wissen es, ihr seht, wir wissen es immer noch nicht genau. Das eine ist natürlich das Rausholen des Bootes. Wo kann man das am günstigsten machen? Wo macht es den meisten Sinn? Und das nächste Thema ist Corona. Ja, das, ne? Mal wieder oder immer noch. Es ist
es wechselt täglich. Naja, oder die Informationen wechseln sehr schnell. Ist die Grenze offen? Ist das Land geschlossen? Was kann man machen? Wir versuchen jetzt direkt die Botschaften anzuschreiben in den jeweiligen Ländern, um dort Informationen zu bekommen. Und danach wird sich das dann richten, ob wir nach Ecuador fahren, von dort aus zu den Osterinseln, weiter nach Pitcairn und dann letztendlich im Südpazifik zu den Gambierinseln. Das Letzte, was ich gelesen habe über die Osterinseln, war zum Beispiel, dass alle Häfen und alles dicht sind. Aber ich denke mal, wenn man den schreibt und man ist sowieso erst nochmal 10 Tage auf einem offenen Meer, bevor man da ankommt, werden sie da vielleicht ein Auge zudrücken für Segler, weil wir haben uns ja quasi in Selbstquarantäne vorher begeben. Und auf dem Ozean begegnest du ja so nicht groß anderen Menschen, wenn alles gut läuft. Ich kann mir das allerdings nicht vorstellen. Wenn wir das nicht dürfen, wenn wir nicht zu den Osterinseln dürfen und auch nicht nach Pitcairn, ja, dann macht es keinen Sinn für uns im Grunde nach Ecuador zu fahren. Dann werden wir einen weiteren Plan schmieden. Ja, wie man sieht, es ändert sich alles am laufenden Band. Und da nützen auch diese Bücher nichts. Da steht nämlich nichts über Corona. Genau, da steht nur drin, wann die besten Reisezeiten sind, wo man am besten hinfährt. Aber ob das nun geschlossen ist oder nicht, diese Infos gibt es nur im Internet oder hoffentlich von der Botschaft. Ja, wir lassen euch wissen, wie es weitergeht. Angeblich waren wir zum Fischmarkt. Schnorcheln. Schnorcheln. Bier trinken. Da hinten die mittlere Insel. Wie ist es? Da geht's hin. Oh, da ist ja ein riesiges Treffen heute hier. Buenas! 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 Hey! Heute trifft sich alles hier auf diesem Eiland. Drinks aus selbstgemachten Bechern. It's still, I mean, as long as you enjoy it, it's all right, I'd say. Huh? Ich wollte nur deinen Becher zeigen. Achso. Jetzt werden wir sogar noch hier mit panamesischem Essen versorgt. It's a kitchen. No. Perfekt.
Auto, eh? Nice guy. Nice guys, nice photos. No, you can only 16 nur eine Schade. Wo sind die Geis? Mit einer chinesischen Schade. Wo ist meine? Ah, I search the. Pirata. Ja, also wie ihr seht, die haben alle hier richtig Spaß. Uns geht's gut. Ja, euch geht's gut, ja? Also wir sind so viele Nationen hier. Spanier, Kanadier, Amerikaner, Panamesen, Venezuela, Nicaragua, Schweizer. Also es ist... No, it's perfect! No, 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 no! Auf dem Rückweg von unserer schönen Sandbank nach Hause sind alle immer noch gut drauf und werden uns wahrscheinlich gleich bei der Juana treffen. Und guckt euch den Hintergrund an. Ist das nicht geil? Sous d'un parc marine, lesquels les meilleurs poissons cassiers, plis bon pour goûter. Commencez caca droite, tu prends la parole, les plis bon pour faire la daube. La plupart, tu battes la main en disant caca droite, il bien posé. Où est-ce fait la colère en disant caca droite, y'en a la gli. Calamine mécontent à cause lui aussi, y'en a la gli. Où est-ce qu'on pas causé quand on fouille la visite, donner de l'go. Si morie en disant les plis bon pour griller. Wabat satrian, si wolina se ambonika. Si wolina wa faire nous danser. Si wolina yule tous colombo. Donne le verre, c'est vous. Si wolina ya va rose la cause. Assentant dégassé, nous les temps de motion. Leider hat heute Nacht unser Boden vom Dingy Luft verloren. Und wie sich rausgestellt hat, muss es ein Funken gewesen sein. Also entweder wohl ein Lagerfeuer gemacht haben oder hier an Bord gegrillt. Und das wird jetzt wieder fachmännisch repariert. Mhm. Heute gehen wir den Trail, den Paul von der Hierboer Werner freigeschlagen habt. Er hat auch einen YouTube-Kanal, den findet ihr hier oben, den Link. Oder auch unten in der Videobeschreibung. Und das da vor uns, das ist Paul mit Luca. Kennt ihr ja schon. Okay. Too fast? No. Can't be fast enough. I think it's quite a hard trail with flip-flops. Ja. Und da hört man jetzt schon das Meer rauschen. Und hier sieht man den Müll. Allgegenwärtig ist der Müll. So, wir sind auf der anderen Seite der Insel. Aber guckt euch das mal hier an. Mikroplastik. Alles voll. Oh Gott. Es ist der Hammer. Annette, was sagst du dazu? Ein kleines ein Interview. Strand, wenn nicht so viel Müll da wäre, ne? Genau. Schade. Ist das nicht ein schöner Sandstrand?
Fantastisch, oder? Alles Müll. Angeschwemmt durch die Folgen des Hurricanes. Wir sind auf dem Rückweg zur Limelight. Wir haben noch ein bisschen Frischwasser gespült. Wir haben den Trail erfolgreich hinter uns gebracht. War toll. Affection, ma bien sûr avec ou disparu, un petit enfant, nous mon amour et partage.